Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Boostbox und zwar mit dem Hand of Blood PC der Präsident für 3.499 Euro, runtergesetzt von 3.699 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kurz vorweg, das System wurde mir vorgeschlagen im Videovorschlägekanal von Klausi. Der hat das hier reingepostet. Das könnt ihr auch machen. Einfach unseren Discord joinen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das ist absolut kein Fake. Das System wird so aussehen. Das Gehäuse stimmt, die Grafikkarte stimmt, sogar der RAM stimmt, die Wasserkühlung und so weiter. Das ist völlig in Ordnung. Das ist tatsächlich seltener der Fall bei Systemintegratoren, dass das Bild zu 100% stimmt. Meistens nehmen sie das Gehäusebild, was dann auch völlig okay ist. Aber hier stimmt sogar die Hardware, die verbaut ist. Betriebssystem haben wir leider nicht mit dabei. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 9 7950X3D. Der hat 16 Kerne, 32 Threads, 120 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200. Den könnt ihr auch mit 6000 laufen lassen, sage ich ja immer wieder dabei, überhaupt kein Problem. Das ist aktuell der Top-Gaming-Prozessor von AMD. Höher geht es einfach nicht. Es gibt einige Ausnahmefälle, da ist der 7800X3D noch ein Tickelchen schneller im Gaming, aber wenn man auch noch Rechenpower benötigt, zum Beispiel auch zum Videoschneiden oder Rendern und so weiter, dann ist das natürlich die erste Wahl. Also da kann ich schon mal überhaupt nicht meckern, wir sind in der aktuellen Generation beim Top-Prozessor. Und der kostet 659,58 Euro bei Mindfactory. Der Prozessorkühler ist eine Asus ROG Strix LC2 360 RGB Wasserkühlung. Also erstmal technisch gesehen, eine 360er Wasserkühlung für den Prozessor ist top, weil dann das System auch einigermaßen leise ist. Hier wird aber auch viel Geld verbrannt für Optik. Es ist eine Asus ROG Wasserkühlung, die ist sowieso ein bisschen teurer gegenüber jetzt anderen, zum Beispiel Endorfer Navis oder Deepcool LT720 und wie sie alle heißen. Aber ja, wer das gerne möchte, der kann das natürlich so machen. Ihr habt auch 6 Jahre Herstellergarantie, da seid ihr erstmal good to go. Und die kostet 234,90 Euro bei caseking.de. Die Grafikkarte ist eine Asus TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX OC. Auch hier sieht man wieder, hier wird viel auf Asus gegangen, ist aber auch nicht schlimm. Wem das gefällt, der kann das natürlich so machen. Die 7900 XTX OC ist natürlich aktuell die stärkste Grafikkarte von AMD. Darüber steht nur noch die 4090. Natürlich habt ihr bei der 4080 noch ein paar Vorteile mit Raytracing und so weiter. Das beherrscht diese Karte aber auch. Aber Nvidia ist da immer noch eine Nase vorn. Die Grafikkarte ist für WQAD und 4K Gaming ganz locker geeignet. Ihr müsst natürlich dann schauen bei einigen Titeln, wie zum Beispiel Cyberpunk, dass ihr da nicht alles auf Maximum dreht und auch Raytracing. Dann kriegt ihr da schlechte FPS-Werte. Aber ansonsten ist sie wirklich gut gewählt in dem System. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 1090,06 Euro bei Galaxus. Das Mainboard ist ein Asus TUF Gaming X670E plus Wi-Fi. Auch hier aktuellster Chipsatz X670E, dazu noch der AM5-Sockel, muss ja auch sein bei dem Prozessor. Wir haben gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch 3 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr noch 2 Erweiterungsslots für Capture-Cards oder USB-Erweiterungskarten oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, 5x USB 3.0, 3x USB 3.1, 2x USB Typ C ist mit am Start, Netzwerkanschluss und die Onboard-Grafik bitte nicht benutzen, benutzt bitte die Grafikkarte. Das ist natürlich schon ein krasses Board, hat viele Anschlussmöglichkeiten und auch viele Erweiterungsmöglichkeiten, das kann man ruhig so machen, ist auch wieder in diesem Asus-Universum, sage ich jetzt mal. Und das kostet 310,50 Euro bei eBay über Toppreis 24. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR5 RAM, Dual Channel, 2x 16 GB 6000 MHz Kingston Fury Beast RGB. Wenn man tiefer im Konfigurator gräbt, sieht man, es ist CL36er RAM. Ist jetzt nicht schlimm, CL30er wäre aber besser gewesen. Immerhin gehen sie hier auf 6000 MTS, was ich auch eben anfangs schon sagte. 32 GB in dem Preisbereich ist auch völlig okay, die meisten brauchen auch nicht mehr. Und der kostet 134,90 Euro bei alza.de. Die Festplatte ist eine 4000 GB M.2 PCI Express 4.0 SSD Kingston Fury Renegade. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7300 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde. Die ist schon krass. Also die ist krass schnell und auch krass groß. 4 Terabyte in so einem System. Finde ich tatsächlich angemessen, kann man ruhig so machen. Und von der Geschwindigkeit, wie gesagt, reicht das völlig aus. Das ist sogar schon ein bisschen viel für einen Gamer, aber ihr habt natürlich dadurch etwas kürzere Ladezeiten in Spielen und so weiter. Das passt schon. Und die kostet 347,20 Euro bei reichel.de. Das Gehäuse ist ein Asus ROG Hyperion GR701. Und das Gehäuse ist krass. Es ist krass groß, es hat auch einigermaßen guten Airflow. Ihr habt viele Radiator-Montagemöglichkeiten. Es ist im Moment das Top-Gehäuse von Asus, soweit ich das weiß. Ich glaube nicht, dass es da noch ein fetteres gibt, außer
außer irgendwelche Custom-Bauten. Aber das ist schon heftig. Optisch muss es euch natürlich gefallen. Ich habe viele bei mir in meinem Mod-Team, wo sie sagen, boah, das will ich auch haben. Aber es ist halt auch krass teuer. Das kostet nämlich 382,90 Euro bei Asus direkt im Online-Shop. Das Netzteil ist ein 850 Watt Boostbox, Power Boost, voll modular, 90% Effizienz, 80 plus Gold zertifiziert. Das Ding ist, das 850er bekommt man leider bei Geizhals nicht. Die anderen bekommt man schon. Die kosten dann entweder 30 Euro oder 60 Euro, wie auch immer. Wir nehmen jetzt hier das System Power. Diese Problematik mit dem einen Kabel für die Grafikkarte, diesen 12 Volt High-Power-Anschluss, haben wir hier nicht. Also haben wir schon beim Netzteil, es fehlt einfach. Aber die Grafikkarte braucht es halt auch nicht, weil die halt noch die alten Anschlüsse besitzt. Trotzdem hätte mir ein ATX 3.0 Netzteil besser gefallen, auch von einem namhaften Hersteller. Diese Boostbox-Dinger, es wurde mir am Telefon gesagt, dass sie qualitativ gut sind und kaum RMA haben, also Rückgabe irgendwie davon, aber ich weiß nicht, ich würde lieber vielleicht auf irgendein Pure Power oder so gehen oder ein Seasonic oder was auch immer, FSP, was es alles gibt. Wir nehmen jetzt hier zum Vergleich einfach das System Power 10 850 Watt. Wenn wir nämlich hier reinschauen, kostet selbst das System Power 10, was ich ja gerade im Warenkorb habe, hier schon 40 Euro Aufpreis. Dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was die Einkaufspreise für das Boostbox eigene Netzteil sind. Also liegen wir hiermit relativ fair. Ich könnte jetzt natürlich den PC umkonfigurieren und das Netzteil da reinschmeißen, haben wir 1:1 die Liste, aber rechnet euch die 40 Euro dann einfach ab, wenn ihr das möchtet. Und das kostet 97,73 Euro beim iFactory. Eine Erweiterungskarte ist hier tatsächlich auch schon mit dabei, und zwar einmal mit USB 3.0 und USB Typ C auf einer Karte. Das Ding ist, hier steht halt nicht genau, welches es ist. Ich habe jetzt einfach mal eine mit reingepackt mit USB-C. Dann fehlt halt ein USB-A-Anschluss, ja. Wenn ich hier nach dem Bild aber gehe, dann sind es einfach vier USB-A-Anschlüsse, aber hier steht halt auch USB Typ C. Deswegen kann ich euch jetzt nicht genau sagen, welche Karte es ist. Das hier wäre dann halt so eine Karte. Ich denke, preislich liegen die immer so zwischen 30 und 40 Euro, je nachdem, was man da so nimmt. Und die kostet 36,93 Euro bei csvdirekt.de. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die USB-Erweiterungskarte, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 3.284,30 Euro. Und das Teil kostet 3.499 Euro, runtergesetzt von 3.699 Euro. Das heißt, ihr habt hier einen Aufpreis von bummelig 215 Euro. Was in dem Preissegment völlig okay ist, weil die Grafikkarten auch gerne mal 50 oder 100 Euro plus minus schwanken. Und das kann man durchaus machen. Was die Konfiguration angeht, ist es schon ein geiles Ding. Klar, beim RAM hätte man noch ein bisschen bessere nehmen können. Das Netzteil vielleicht eher so vom namhaften Hersteller und nicht aus der Eigenproduktion, aber das sind so Kleinigkeiten. Und man muss natürlich sagen, dass hier auch 36 Monate Herstellergarantie inklusive deutschlandweiter Abholservice mit dabei sind. Das bedeutet Pickup und Return über 3 Jahre. Das ist ein Punkt, den lassen sich andere Systemintegratoren immer sehr gut bezahlen, um die 70 bis 100 Euro rum. Und ich finde es preislich gesehen echt fair. Kann man machen. Ihr gebt natürlich viel Geld aus für das Design. Klare Sache. Wer aber Bock auf Asus hat und auf diese Komponenten, die halt eben hier drin sind, der kann das System ruhig so kaufen. Und ich finde es auch tatsächlich sehr untypisch für ein Influencer-Produkt, weil Hand of Blood ist ein großer YouTuber und Influencer, dass das halt wirklich preislich in diesem Rahmen geblieben ist. Also da muss ich wirklich sagen, Hut ab. Ich gucke seine Videos sowieso gerne, muss man mal dazu sagen. Aber wirklich Hut ab. Das ist eine coole Konfiguration, eben bis auf das Netzteil und den RAM. Gut, das sind Feinheiten. Trotzdem hätte ich hier mal eine Alternative für euch. Ich habe das mal nach MyPC geschickt und habe gefragt, yo, wenn wir die gleiche Rechenpower oder sogar bessere Rechenpower haben wollen, was würdet ihr zusammenstellen, wenn wir die Optik mal nebendran lassen? Da haben sie mir dann den hier geschickt. Das ist der Gaming-PC RX 7900 XTX Ryzen 9 7950X3D für 2879,99 Euro. Also nochmal, ihr müsst euch hier natürlich im Klaren sein, dass ihr jetzt nicht viele Asus-Sachen oder so kriegt. Wir haben zum Beispiel bei der Grafikkarte auch einen beliebigen Hersteller, auf jeden Fall kein Hellhound-Modell. Die sagten nämlich, dass die Hellhound-Karten auf jeden Fall Spulenfiepen haben. Die lassen sie raus. Ob da jetzt eine TUF reinwandert, denke ich nicht, weil die TUF ist gegenüber anderen Grafikkarten durchaus 150 Euro teuer. Der Prozessor ist der gleiche. Die Wasserkühlung ist eine Endorphin Navis F360 ARGB, hatte ich hier schon im Test, passt, sieht natürlich optisch nicht so schön aus wie die Asus. Bei dem Arbeitsspeicher haben sie etwas besseren genommen, und zwar auch mit 6000 MTS CL30 anstatt CL36. Das Mainboard ist gleich geblieben, das hatte ich denen aber auch so gesagt, dass sie das bitte so lassen, weil einfach die Anschlussmöglichkeiten dann die gleichen sind. Bei der Festplatte haben sie auch nicht einmal 4 TB genommen, sondern 2x2 TB. Warum sie das so gemacht haben, weiß ich nicht, vielleicht ist da der Einkaufspreis einfach besser. Aber die Größe bleibt ja gleich, ihr habt insgesamt 4 TB. Das Gehäuse ist ein Endorphi ARC 700, das kennen mittlerweile alle als ARGB-Variante, also die Beleuchtung ist auf jeden Fall da, sieht natürlich auch nicht so schnieke aus wie das Asus Case. Das Netzteil ist in diesem Fall ein MSI MPG A850G, 850 Watt, 80 plus Gold, das bringt sogar schon den neuen Stecker für die neuen Grafikkarten mit, braucht ihr hier natürlich auch nicht, aber er ist auf jeden Fall mit dabei. Und es ist ein namhafter Hersteller und auch mit mehr Garantie versehen, weil das Boostbox-Netzteil hat, glaube ich, nur 1 Jahr Garantie, wird natürlich abgedeckt von den 3 Jahren, die Boostbox sowieso auf das System gibt, aber das MSI hat
10 Jahre Herstellergarantie. Das ist halt schon ein Unterschied. Das wollte ich damit eben auch sagen bei dem Netzteil, dass man das vielleicht wirklich ändern sollte. Die Gehäuselüfter sind natürlich beim Gehäuse schon mit dabei, 4x140 mm. Ihr bekommt Windows 11 Pro vorinstalliert, ohne Key. Den Key könnt ihr dann bei meinem Partner kaufen oder direkt hier als Vollversion mit dabei kaufen. Hier habt ihr 2 Jahre Garantie anstatt 3 Jahre, aber über die kompletten 2 Jahre auch Pickup und Return, genauso wie bei Boostbox, wo es halt 3 Jahre sind. Und hier sind wieder diese geschätzten FPS-Angaben. Ja, das gibt eine grobe Übersicht, was das Ding kann, aber nein, einfach nicht drauf verlassen. Weil das Problem ist zum Beispiel, wenn wir jetzt hier mal schauen, Cyberpunk 4K Ultra, ja, da wissen wir aber immer noch nicht, ob Raytracing auch mit auf Ultra war und so weiter. Weil wenn ihr wirklich Raytracing und den ganzen Kappes mit einschaltet, glaube ich nicht, dass sie die 54 FPS noch schafft. Und da hätten wir auch die Liste, und zwar die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Die PCI Express Erweiterungskarte haben sie jetzt einfach mal weggelassen. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 2690,22 €. Und das System kostet 2879,99 €. Seid dabei bummelig 190 Euro Aufpreis fürs Zusammenbauen. Bewegt sich also preislich beim Aufpreis in der gleichen Range wie der andere PC. Das hier soll aber nur als Alternative dienen, falls ihr auf die Optik da verzichten könnt. Ihr habt sozusagen die gleiche Rechenpower, seid sogar noch ein bisschen schneller unterwegs wegen dem RAM. Klar, das sind aber nur Nuancen, da braucht man nicht drüber reden. Aber wenn dieser optische Part euch einfach nicht interessiert, dann könnt ihr das System nehmen, habt die gleiche Leistung. Aber das müsst ihr selber entscheiden. Wenn ihr wirklich sagt, ihr wollt ein geiles System da stehen haben, was optisch wirklich gut aussieht, dann nehmt das ruhig. Vielleicht ändert ihr wirklich noch das Netzteil zu einem namhaften Ding, wenn es ein Pure Power oder so sein sollte, wäre auch gut. Und ansonsten nehmt ihr halt die Alternative von MyPC. Habt die gleiche Rechenleistung, aber optisch nicht so ein schniekes Teil da stehen. Ihr findet alle Links in der Videobeschreibung zu diesem PC, zu dem von MyPC, die ganzen Geizhalslisten könnt ihr selber nochmal vergleichen. Falls ich was vergessen habe, sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Ich hätte nämlich auch fast die Erweiterungskarte übersehen. Aber ja, ansonsten zwei stabile Systeme, kann man so machen. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.